wichtig für die sportliche Ausbildung. Ich glaube, dass sie außer der sportlichen Komponente noch eine ganz andere Bedeutung hat. Hier treffen viele Nationen zusammen, fahren fairen sportlichen Wettkampf miteinander. Und ich glaube, gerade heute, wo das politische Weltbild ja doch ein bisschen in Schieflage geraten ist, ist es wichtig, dass gerade wieder die jungen Menschen zusammenfinden. Und das geht eben auch über sportliche Wettkämpfe. Und hier bietet die Trophäe eine einmalige Chance. Ja. Ja, die ist wichtig für die sportliche Ausbildung. Es ist ein sehr, sehr schweres Etappenrennen. Es ist wichtig für den Weg, den Sie vielleicht mal als Berufssportler beschreiten wollen. Hier sind viele ehemalige Profis, kommen aus der Trofeo, haben hier Grundstein gelegt, für internationale Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wie gesagt, es ist auch die Möglichkeit, sich mit internationaler Konkurrenz zu messen. Und das hat man heute leider auf deutschem Boden zu selten. Ja. Naja gut, der Weg zu einem zukünftigen Radprofi ist hart, schwer, steinig. Ja. Und wichtig ist, sich selbst immer treu zu bleiben, nicht zu früh den Fokus vielleicht auf den Radsport setzen, sondern das Ziel erreicht man mit kleinen Schritten, und wichtig ist auch eine gute Absicherung im Rücken. Man sollte nicht Schule und Ausbildung auf dem Weg zum Berufssportler vernachlässigen, weil so eine Karriere kann schnell beendet sein, und da ist es wichtig, dass man auch ein gutes Fundament hat fürs Leben.